Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Fusion Generation. Hier von der wunderschönen Route, deren Nummer ich nicht kenne, aber es geht Richtung Strudelinseln. Und wie ihr seht, ist hier irgendwas anders als sonst. Es schneit. Das ist eher nicht normal für die Gegend, würde ich mal sagen. In der letzten Folge haben wir auch Arktos gesehen. Guckt euch die gerne nochmal an, falls ihr das verpasst habt. Und ja, heute geht's einfach weiter, um rauszufinden, was hier passiert, weil das hat sicher mit Team Magma und Team Aqua zu tun. Hi, Vogelfänger. Welches Pokémon habe ich vorne? Bestimmt keins gegen Vögel, oder? Ha, nee, ganz im Gegenteil. Okay. Nee, das muss nicht sein. Das passt schon viel besser. Ja, toller Hagel. Ich hasse das. Eigentlich müsste ich die ganzen Trainerkämpfe aufschieben auf später. Warum ist das Wingull auch Level 42? Das ist ja... Wann kam der Levelsprung? Ich habe ihn nicht mitgekriegt. Er war plötzlich da. Plötzlich war ich unterlevelt. Hör auf, verwirrt zu sein. Peace. Oh, ist das nervig. Ich habe keine Lust, gegen die Trainer zu kämpfen mit dem blöden Hagel. Das ist echt... Ich meine, sie können gern den Schaden vom Hagel machen, aber man muss es doch nicht so lange die Animation immer machen. Das ist einfach nervig. So. Ein One-Hit. Was für ein Wunder. Ah. Ein Ibitak. Das gibt wenigstens gut XP. Und das ist Level 43. Warum? Okay. Oh, nicht dein, fies. Nicht verwirrt sein, nein, nein. Es ist verwirrt. Es hat sich selbst geschlagen. Okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt von der richtigen Richtung dahin gehe. Oder ob ich eigentlich eher von Osten her kommen sollte. Dass es vielleicht falsch war, von Alabastia zuerst runter zu surfen. Ich weiß es nicht. Dass sich das Ding die ganze Zeit selber schlägt, ne? Das ist schon richtig nervig. Oh Mann. Wie kann denn dieser Kampf schon wieder die Drittel der Folge gehen? Ja, danke schön. Unfassbar. Es ist nicht mehr verwirrt. Wenn mich das Ibitak gleich irgendwie nochmal verwirrt, ne? Dann muss ich die Folge nochmal von vorne anfangen. Dann kriege ich nämlich einen Nervenzusammenbruch. Toll, hast meine Attacke geklaut. Herzlichen Glückwunsch. Besser als mich zu verwirren. Okay. Ja, das hat gut XP gegeben, würde ich mal sagen. Ja, Bert. Vielleicht versuche ich mal von der anderen Seite. Vielleicht bin ich einfach von der falschen Seite geflogen und deswegen sind die Level so hoch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Außerdem muss ich eh heilen. Also passt das ja. Ja, einmal bitte heilen. Dankeschön. Okay. Wow. Genau da wollte ich hin. Perfekt. Es schneit. Wie schön. Hallo. Gucken wir mal, wie die Level von der Seite sind. Wahrscheinlich genauso. Nein. Aber der hat auch 5 Pokémon dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, toll. Ausgerechnet ein Tentacher. Da kann mein Pflanzen-Pokémon natürlich nichts gegen tun. So gar nichts. Oh, stimmt, es hagelt. Nein, Hagel, nein. Wieso tust du das? Das wollte ich nicht. Ich habe auch kein Pokémon,
dass irgendwie Eis vom Typ ist, das nicht vom Hagel getroffen wird. Okay. Wie nett von dir. Ah. Durch diesen Hagel dauern die Kämpfe halt so viel länger. Das ist richtig. Also. Ich finde das irgendwie frustrierend. Das ist schon ein bisschen. Ich weiß nicht, das zieht den Kampf so künstlich. Das müsste halt echt nicht sein. Oh, klasse. Das dauert halt immer so ewig, weil sie diesen ganzen Text immer anzeigen. Und dann noch die Überreste, dadurch dauert das noch länger. Und ich kann nicht mal vorspulen, das ist das Schlimmste. Oh wow, nicht mal die Hälfte Schaden, okay. Okay. Ach, aber dank dem Hagel, wie nett. Und der Hagel, man könnte das einfach weglassen bei meinem Pokémon, weil durch die Überreste ist der Hagelschaden eh wieder weg. Dankeschön. Zum Besiegen. Sehr großzügig. Okay. Er hat noch. Oh Mann. Hat er jetzt abwechselnd Tentacha und Tentoxa. Dieser Hagel. Er ist nervig. Könnt ihr das nachvollziehen? Vielleicht gehe ich hier einfach durch und versuche gegen keinen Trainer zu kämpfen, nur um den Hagel loszuwerden. Und mache direkt mit der Story weiter. Auch wenn ich dann vielleicht unterlevelt bin, aber ich habe ehrlich keine Lust auf die Trainer und die ganze Zeit diesen Hagel. Und dann haben diese Trainer auch noch 5 Pokémon. Oder Pokémon, die mich verwirren. Vielleicht hatte ich einfach Pech mit den beiden, gegen die ich jetzt gekämpft habe. So, sein drittes Pokémon, fehlen ja nur noch 2. Jetzt wieder ein Tentoxa. Oh nein, ein Stern, du, okay. Wow. Ja, das einzig Gute ist, meine Pokémon leveln gerade ziemlich gut. Das ist ja auch was. Das Sterndu wird jetzt nicht so viel XP bringen, fürchte ich. Oh doch, 1400? Okay, mehr als gedacht. Und ein... Oh, Seepair. Interessant. Und das Seepair kommt rein und kriegt direkt Schaden. Armes kleines Ding. Das hat es nicht verdient. Ja, schön. Besiegt. Ja, das gab auch gut XP. Es ist so kalt, ja, das stimmt. Das stimmt, es ist sehr kalt. Oh, das ist ein Doppelkampf, wie ätzend. So, Route 20. Die Doppelkämpfe sind in diesem Fangame halt irgendwie, weiß ich nicht, nervig. Ich weiß auch nicht, warum mir die so lang vorkommen. Ich kann es echt nicht sagen, warum das so ist. Aber es fühlt sich so an, als würden die Doppelkämpfe hier 100-mal länger dauern, als wenn ich gegen die Trainer einzeln kämpfe. Keine Ahnung. Das wollte ich nicht. Hi. Wer sind die seltsamen Leute in der Höhle? Ich dachte nicht, dass du kämpfen willst. Sonst hätte ich dich nicht angesprochen, aber okay. Pedro, was hast du? Okay. Interessant. Interessantes Pokémon, ein Gyarados. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich mache auch nicht so richtig Schaden daran. Oh wow, ja, die Kraft der Elektrizität. Das war richtig. Also, ich finde es traurig, dass ich jetzt nicht mehr Donnerblitz einsetzen kann. Oder so. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Wasser-Pokémon und er hat sich das wirklich überlegt. Vielleicht ist da wirklich eine Strategie. Oh, nein. 4-mal, herzlichen Glückwunsch. Fast geschafft. Das
das ist auch schon wieder Level 45. Ist das dein einziges Pokémon? Ich habe das gar nicht gesehen, dass das Level 45 ist. Das ist ein bisschen übertrieben. Muss ich sagen. Naja, dafür gibt es dann wahrscheinlich jetzt ziemlich gut XP. 3000. Ja, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Tja, du bist keiner von denen, nicht wahr? Nee. Hallo? Ich suche nach Kingler. Oh. Der findet Kingler und gibt mir dafür einen Lapras. Was ist los mit ihr? Oh ja, unsere Freunde. Hallo? Oh. Ich weiß, du... was? Du versuchst dich nicht mit Team Magma anzulegen, okay? Niemand kommt an Team Aqua vorbei. Habe ich Schutz nicht neu eingesetzt? Oh. Level 40. Die wilden Pokémon sind stärker als meine. Es ist traurig. Habe ich irgendwo eine Route verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Ich verstehe es nicht. Es gab plötzlich so einen Sprung von den Leveln und ich kam nicht mehr hinterher. Ganz seltsam. So, hier ist ein Item. Aber, so wie das aussieht, komme ich von der Seite nicht hin. Also war es doch richtig, dass ich von der anderen her gesurft bin. Na super. Fies! Dann geht's zurück nach Alabastia. Weil in der anderen Stadt komme ich ja nicht ins Pokémon Center. Und wenn, dann gehe ich jetzt auch direkt heilen, würde ich sagen. Hi. Meine Pokémon schauen müde aus. Gut zu wissen. Ich sag danach immer normalerweise noch was. Deswegen denke ich immer, ich müsste noch einmal A drücken. Muss ich aber nicht. Und wenn ich nochmal A drücke, heilt sie nochmal alle Pokémon. Dass man nur so langsam surft. Diese Surfgeschwindigkeit, ne? Die ist schon sehr niedrig. Die ist die niedriger als die normale Laufgeschwindigkeit. Das kommt mir so vor. Oh nein, Doppelkampf. Doch nicht? Okay. Anscheinend kein Doppelkampf. Der Nazumarill, okay. Damit komme ich, glaube ich, zurecht. Oh. Endlich mal ein Pokémon, das langsamer ist als meins. Wie nett. Blubstrahl, okay. Das macht jetzt nicht so Schaden. Ich hatte eher mit was Krassem gerechnet, wie, weiß nicht, Nahkampf oder so. Irgendwas Sinnvolles. Naja, jetzt ist es down und mein Pokémon wieder vollgeheilt. Das ist auch okay, ne? Würde ich mal sagen. Damit kann ich leben. Oh, fast 3000 XP. Sehr schön. Oh, die hatte nur ein Pokémon. Oh. Interessant. Und hier ist wieder die vereiste Insel. Hui. Mit der seltsamen Musik. Da war ich halt beim ersten Mal direkt richtig und dann dachte ich, ich mach's falsch und bin von der anderen Seite gekommen. Das ist sehr gut. Das ist sehr talentiert. So, nochmal benutzen. In 500 Jahren sind wir dann auch mal da wahrscheinlich. Hm. So schnell geht das so. Ich dachte echt, oh Mann. Ich hätte mir die ganze andere Seite sparen können. Wie fies das ist. Irgendwie, Ibiza. Fast hätte ich Bidi fast dazu gesagt, aber das ist es ja noch nicht. Schade. Nein, nicht Superzahn. Superzahn ist eine doofe Attacke. Nervig ist Superzahn. Reicht das? Ja, okay. Superzahn, immer 50% KP weg. Das ist schon nervig. Ich meine, damit kann man kein Pokémon besiegen, aber es ist nervig. Sie hatte einfach nur ein Bidiza dabei. Was ist los? Was ist falsch in ihrem Leben, dass sie nur ein Bidiza dabei hat? Oh, das ist Pyro. Hi.
Das ist nicht gut. Oh, hi. Ich bin Pyro. Ich bin der Arena-Leiter der Zinnoberinsel. Ich bin hier, um mehr über das Wetter herauszufinden. Die Zinnoberinsel ist eingefroren. Ich möchte... Und ich denke, ich weiß warum. Es gibt, gibt ein legendäres Vogel-Pokémon, das sich Arktas nennt. Es lebt hier auf den Seeschauminseln. Ich denke, irgendetwas muss es erschreckt haben und jetzt versucht und jetzt zerstört es ganz Kanto. Versuchst du herauszufinden, was dafür gesorgt hat? Sei vorsichtig in diesen eisigen Höhlen. Ich befürchte, mehr Kälte kann ich nicht vertragen. Aber wenn ich helfen kann, vielleicht indem ich deine Pokémon heile, dann komm und sprich mit mir. Auch nett von ihm, weil ich ja nicht auf die Zinnoberinsel kann. Na gut, Leute, aber... Was Arktos, nicht Arktikuno, das ist der englische Name. Was Arktos so erschreckt hat, werden wir nächste Folge erfahren. Wahrscheinlich Team Magma und Team Aqua, aber wer weiß. Macht es gut, bis dahin und tschüss.